Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Dragon Quest 11. Und in der heutigen Episode, ihr kennt das Spielchen schon, die ganzen letzten Episoden waren damit vollgeschmückt und heute geht es natürlich selbstverständlich auch wieder hin weiter damit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der Episode, wo ich weiterhin Altare abklappern werde. Ich habe in der letzten Episode auch wieder ein paar Altare abgeklappert, sogar so weit, dass wir auch Altare abgeschlossen haben. Ihr mögt euch ja vielleicht nochmal daran erinnern, dass ich ja die Dragon Quest 9 Altarmissionen, sollte ich besser sagen, es sind ja nicht mehrere Altare, die Altarmission immer so vor mich hergeschoben habe, bis ich sie dann halt eben in der letzten Episode begonnen habe und, wie wir das halt eben hier schon sehen können, an diesem kleinen, ja wie soll man es nennen, 2D-Chibi, der hier da drauf steht auf dem Altar, kann man halt eben schon ein bisschen halt eben daraus lesen, auch wenn das halt eben der letzte Altar ist, den ich angefasst habe hier, ich habe ihn dann doch recht fix beendet, um genau zu sein, in derselben Folge, wo ich den auch angefangen habe, was wohl ein ziemlich gutes Achievement ist. In der heutigen Episode werde ich natürlich andere Altare hier absolvieren, ich hoffe zumindest, dass wir es auch schaffen, Altare vernünftig zu absolvieren. Es gibt nämlich hier noch ein paar Missionen, die natürlich noch selbstverständlich in Arbeit sind. Beispielsweise mit Magie Mundtot gemacht, aber wer sich noch daran erinnern kann, das können wir erst machen, wenn Kalasmos besiegt ist. Also das hat auch noch... Boah. Habe ich ein kleines Klößchen hier mal. Das hat also auch noch ein wenig Zukunft, das müssen wir jetzt noch nicht erledigen. Aber Kanoks verschollener Königssohn ist etwas, was ich unbedingt machen muss. Die Sache ist nur, das möchte ich jetzt noch nicht direkt machen. Da weiß ich sowieso noch nicht so wirklich zu 100%, wo ich da hinzugehen habe. Das ist wirklich die Missionsbeschreibung. Ich habe natürlich selbstverständlich mal wieder die sehr intelligente Website hier an meiner Seite offen. Und das ist halt eben wirklich ein relativ langer Missionstext und ich weiß immer noch nicht, wo ich da stehe von der Mission her. Also muss ich mich da wahrscheinlich noch so ein bisschen, ja, reinfuchsen, ne? Einfach die Gebiete irgendwie abklappern, die hier drin stehen in dieser Mission. Dann werde ich irgendwann auch sehen, wo wir halt eben schon waren und wo noch nicht. Des Weiteren hier oben, Hochzeit mit Hindernissen ist etwas. Begib dich zurück in Erdricks zukünftiges Elternhaus und übergib es der Frau, die dich darum gebeten hat. Ich glaube, das ist so eins der ältesten Missionen, die wir tatsächlich schon haben. Ich glaube, das müsste sogar mit einer der ersten Missionen sein, die wir überhaupt hier gesammelt haben. Und die werde ich dann doch jetzt einfach schon mal erledigen. Also, wir müssen zurück zu Erdricks zukünftiges Elternhaus. Ich habe gar keinen Plan mehr, was für ein Altar das ist. Ich gehe einfach mal hier hin und das ist schon genau richtig. Nicht schlecht, wusste ich natürlich, selbstverständlich. War überhaupt gar nicht irgendwie Zufall oder sowas, sondern ich wusste selbstverständlich, dass das auch der richtige Altar ist. Ja, wie gesagt, ich glaube, hier haben wir die allererste Mission oder sowas abgesahnt, weil das ist hier schon, das ist schon extrem alt jetzt hier. Ich glaube, sie war das, die das irgendwie gesucht hatte, oder? Hier, bitteschön. Ah, da seid ihr. Gehe ich recht in der Annahme, dass es euch gelungen ist, Klarheitskonzentrat aufzutreiben? Bitteschön. Oh, wie wundervoll, ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt, weil es ist jetzt schon irgendwie gefühlt Wochen bis Monate lang her gewesen, seitdem du das letzte Mal hier warst und ich dachte, wir werden alle sterben. Also ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss herausfinden, ob wirklich alle gegen meine Hochzeit sind oder nur mit einem Fluch belegt wurden. Stehen bleiben. Ah ne, sie ist das gar nicht mehr. Stehen bleiben. Alles lief so gut, aber dann musstest du aufkreuzen und dich einmischen. Mit diesen Kapseln wirst du meinen Fluch aufheben, in dem ich so viel Herzblut gesteckt habe. Möchtest du kämpfen oder was? Ach, selbstverständlich, das sind wieder mal eins dieser Dämonen da. Ich wollte nett sein und die Leute in der Stadt... Ach nee, wobei, wenn es so ein Monster ist... Ich wollte nett sein und die Leute in der Stadt nur dazu bringen, ein paar hässliche Dinge zu sagen, damit die Hochzeit abgeblasen wird. Du hättest es überlebt, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Und wenn ich jeden hier abschlachten muss, ich werde nicht zulassen, dass diese Hochzeit stattfindet. Niemals! Ich bleibe dabei, wenn ich... Das habe ich schon so oft hier im Let's Play auch schon gesagt gehabt. Manchmal die Ausdrucksweise hier erschreckt mich. Ich weiß nicht, ob die japanischen Kinder einfach abgehärtet sind als die europäischen Kinder, aber sowas würdest du normalerweise nicht in einem europäischen Spiel halt eben sehen, was für die Switch rausgekommen ist, dass sowas gesagt wird, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber ja, reißt du mal Akolyt des Erzfeindes. Was ist das? Ja, ich sag mal, du kannst natürlich deinen Mund aufreißen, wie du lustig bist. Ich glaube, wir werden dich trotzdem halt eben komplett bis ins Nirvana schießen mit unseren Attacken. Zumal das immer noch einer der ersten Missionen ist, die wir überhaupt angefangen haben. Ja, seht ihr? Guck mal, es hat nicht mal alle vier Leute irgendwie gebraucht, damit der halt eben tot ist. Aber habe ich auch schon, wie gesagt, mitrechnen können. Einer der ersten Missionen, die wir genommen haben und so, da wird der Gegner nicht so hart sein. Aber wenn diese Frau Ortega heiratet, dann wird der Held geboren. Das darf ich nicht zulassen. Ich habe alles gegeben. Oh. Wow. Wir sind doch hier in Dragon Quest... Was ist denn das? Dragon Quest 4, 3? Dragon Quest 3 oder sowas müsste das, glaube ich, sein. Das bedeutet also... Das ist ja total die krasse Interference sozusagen. Das bedeutet also, nur weil der Lichtbringer in Dragon Quest 11 es geschafft hat, diese Hochzeit zu retten sozusagen, gibt es erst die Story in Dragon Quest 3. Ist es das, was ich hier rauslese? Das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe es geschafft. Kann es wirklich wahr sein, was diese furchtbare Kreatur gesagt hat? Der ganze Aufwand sollte nur dazu dienen, meine Hochzeit zu verhindern? Herrje, wie schrecklich. All diese armen Leute waren also wirklich verflucht. Ich muss unverzüglich Gebrauch von diesem Klarheitskonzentrat machen. Marcel überreicht die Fiole, Klarheitskonzentrat.
Die Frau verabreicht allen verfluchten Einwohnern der Stadt Klarheitskonzentrat und bringt sie wieder zur Besinnung. Wie bitte? Ein Monster hatte uns mit einem Fluch belegt? Das erklärt, wieso wir alle auf einmal etwas gegen Ortegas Hochzeit hatten. Das ergibt Sinn. Schließlich ist Ortega ein feiner Kerl und wir haben uns alle auf seine Hochzeit gefreut. Das kann nur der Fluch eines Monsters gewesen sein. Ach, ich bin ja so erleichtert. Ich dachte, alle würden meinen Jungen hassen. Jetzt können wir ein rauschendes Hochzeitsfest feiern. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Wärt ihr nicht gewesen, dann hätten Ortega und ich noch durchbrennen müssen oder schlimmer. Hier ist ein kleines Dankeschön für euch. Ein Gebetskranz, Dankeschön. Wisst ihr, eine Sache, die dieses Monster gesagt hat, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es sagte, wenn wir heiraten würden, käme ein Held auf die Welt. Ach, das hat sie gereimt. Das bedeutet, dass die Monster nicht nur Angst vor meinem Ortega haben, sondern auch vor unseren zukünftigen Kindern. Wenn ich meine Familie beschützen will, muss ich stärker werden. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem bei einer monsterbesäten Welt, so wie Dragon Quest das halt eben doch ist. Die Welt in jeder Dragon Quest Welt befinden sich immer so hunderte bis tausende von Monstern. Aber Millionen von Monstern, muss man ja schon fast sagen. Also kümmere dich mal bitte um deine Familie. Aber es hat auch so ein bisschen die Zukunft. Oh, schön, nächste Altar ist hier durch. Es hat ihr auch so ein bisschen in Zukunft jetzt so ein bisschen gespoilert, sage ich jetzt mal. Sie weiß auf jeden Fall, dass sie Kinder bekommen. Einer davon wird ein Held sein. So, was machen wir als nächstes? Missionsverzeichnis. Ich schau mal weiter. Dieses Kanox-verschollener Königssohn ist eigentlich etwas, was ich schon mal machen sollte, aber ich guck einfach mal ein bisschen weiter hier. Ein kratzbürstiges Kätzchen. Die Sache ist, bevor diese Folge hier losging, habe ich mich selbstverständlich ein wenig vorbereitet. Ich gehe natürlich nicht unvorbereitet in meine Folgen halt eben rein. Und die ganz große Problematik, die ich mit dieser... Ja, die ich halt eben mit dieser Mission habe, ist, ich weiß nicht, welche Mission das hier ist. Ich muss das ja immer irgendwie ins Englische setzen. Und wisst ihr was? Ich schaue mal eben ganz kurz und ich glaube, ich habe es sogar schon jetzt gefunden. Kann das sein, dass das Chateau Felix ist? Also hier müsste das dann halt eben sein. Das kann wirklich gut sein, dass es die Mission ist, weil dann habe ich das... Doch klar, das müsste das Chateau Felix sein. Da waren wir ja drauf und dann ist es ja irgendwie dieser, weiß nicht, Zirkus, so das sah das ja irgendwie so ein bisschen aus, wo ich nie war. Ich glaube, das müsste es dann also sein. Ein kratzbürstiges Kätzchen oder wie es auf Englisch heißt, One Crazy Cat. Und zwar haben wir hier... Talk to Tom and fight a great saber cat. Achso, nee. Was? Must have talked to Bianca in the Briscoletti Mansion. Da haben wir noch eine andere Mission, glaube ich, oder? Mit so einer... Maria? Maria heißt sie nicht. Bianca. Aber das habe ich doch gerade eben schon gemacht, oder nicht? Das mit Bianca? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich würde einfach sagen, ich gehe da einfach mal rein und gucke, was passiert. Vielleicht kann ich ja wirklich mit ihm quatschen und vielleicht ist es dann ja so, dass wir dann wirklich irgendwie bekämpfen. Wobei, nee, wir haben ja... Nein. Hier bin ich falsch. Moment. Raus. Ich habe das hier falsch gelesen. Wir haben ja hier schon mal gegen die Katze gekämpft. Never mind. Und dann hat er uns die Quest gegeben. Wenn das halt eben ein bisschen besser hier sortiert wäre und organisiert wäre auf dieser Website, dann hätte ich natürlich auch viel mehr Spaß daran, diese Mission hier zu erfüllen. Talk to Bianca in the Briscoletti Mansion. Was ist denn jetzt wieder... Was ist denn die Briscoletti-Menschen? Ich habe gar keine Ahnung. Wie sieht denn das überhaupt aus? Aber das ist ein Altar, was schon absolviert worden ist. Aber es ist hier Onassettis Villa. Aber okay, dann gehen wir da halt eben mal wieder hin. Ich glaube, das hat auch nichts damit zu tun, dass die Altare halt schon abgeschlossen sind. Dass da halt eben schon so ein Männchen halt eben draufsteht und so. Können wir jetzt diese Truhe hier eigentlich öffnen? Natürlich, selbstverständlich nicht. Etwas sehr Kostbares muss sich darin befinden. Können wir das mal irgendwann auch öffnen oder sowas? Wäre irgendwie ziemlich cool. So, und hier müsste irgendwo die Bianca rumschwirren. Das könnte zum Beispiel die Frau hier unten sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Fluch von uns genommen habt. War das nicht hier die... Sorry, dass ich jetzt gerade so komplett dazwischengrätsche, aber war das nicht hier die Mission, wo wir irgendwie so ein bisschen prüfen konnten, was passiert, wenn wir mit den Leuten aus unserem Team heiraten oder so? Ich hatte mich schon gefragt, was ich wohl nun tun würde, wenn ich immer so aussehen würde. Ich meinte, Herrn Ornard, nee, du bist es überhaupt nicht. Wer bist du? Bist du das vielleicht? Nera, du bist nicht die ich suche. Bianca, da bist du doch. Ihr werdet eure große Liebe auch irgendwann finden, Marcel. Und wenn es soweit ist, dann müsst ihr gut darauf aufpassen, hört ihr? Weil es ja ein Gegenstand ist, deswegen sag ich darauf und nicht auf ihr oder sowas. Wo könnte er nur sein? Wen ich suche? Ach, einen alten Kumpel. Er ist eine Säbelzahnkatze, um genau zu sein. Mein bester Freund und ich kennen ihn, seit er ein Baby war. Aber auf dem Herweg habe ich ihn verloren. Er kommt bestimmt zurecht, schließlich wurde er von einem Profi-Monsterflüsterer trainiert. Aber ich mache mir natürlich trotzdem Sorgen um ihn. Ihr habt unterwegs keine Säbelzahnkatze gesehen, oder? Wieso können wir mit Ja antworten? Ihr habt unterwegs keine Säbelzahnkatze gesehen, oder? Ja. Ja, ich habe keine gesehen, oder nein, ich habe eine gesehen. Ich glaube, ja, muss ich in dem Fall sagen, oder? Doch, klar. Ja, ist irgendwie komisch, ne? So auf so eine verneinte Frage und so, das ist irgendwie immer sehr weird. Was? Ihr habt gesehen, wie eine Säbelzahnkatze im Chateau Felix Krawall gemacht hat?
Das klingt eigentlich nicht nach ihm. Wobei er schon einmal ein bisschen wild wurde, als er für eine Weile von meinem Freund getrennt war. Der kleine Racker griff ihn sogar an, als er ihn wieder gefunden hatte. Nur der Geruch meines Bandes brachte ihn wieder zu Sinnen. Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt der gleiche Trick ja wieder. Zeigt der Säbelzahnkatze, die ihr gefunden habt, mein Band und lasst sie darin riechen. Wenn es mein Freund ist, wird er sich sofort beruhigen. Dankeschön, dann gib mal her, Bianca. Nimm dein Band. Haha, Alter, jetzt endlich schon. Ja, wenn ich schon halt eben nicht ihr Freund werden kann, habe ich zumindest Gegenstände von ihr, an denen ich riechen kann. Okay, jetzt wird's extrem weird. Gut, dass ich jetzt erstmal das Item hier gefunden habe, was sehr schön ist. Das bedeutet also, auf zum Chateau Felix. Und beim Chateau Felix wird jetzt also irgendwo die Säbelzahnkatze mal wieder auf ihn warten. Und dann würde ich sagen, wenn wir dort anscheinend... Ich gehe mal davon aus, dass wir den bekämpfen müssen. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich, oder ich hoffe auch einfach mal, ach, der ist jetzt sogar schon draußen mit der Säbelzahnkatze, die zweite Mission machen können, die hier im selbigen Altar halt eben ist. Wie habe ich den nochmal vertont? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War das so? Wow. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr zu 100%. Nicht schon wieder. Sag dir bitte, braves Kätzchen. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr etwas gefunden, was unseren kleinen Kumpel beruhigen könnte? Ja, hier, Biancas Band. Halt es dorthin. Das ist aber ein schönes Band. Ich werde es ihm zeigen. Dann werden wir ja sehen, ob es seine Wirkung entfaltet. Tom zeigt der Säbelzahnkatze Biancas Band. Die Säbelzahnkatze schnuppert interessiert daran. Anscheinend ruft das Band Erinnerungen bei ihr wach. Miau. Die Säbelzahnkatze tigert davon. Ich hab die dir noch anders vertont, oder nicht? Das war doch der mit den ganz schlechten Katzenwitzen und sowas. Egal. Was war das denn gerade? Ich kann mich täuschen, aber es sah gerade danach aus, als hätte das Band das Gedächtnis der Katze aufgefrischt. Ja, sowas sehe ich, weil ich lebe sehr lange mit Katzen gemeinsam. Meint ihr, ihr ist wieder eingefallen, wo sie zu Hause ist? Vielleicht war das ja der Grund, weshalb sie so gereizt war. Sie wollte nach Hause, konnte sich aber nicht erinnern, wo das ist. Tja, hoffen wir mal, dass die Sache damit ausgestanden ist. Wenn die Säbelzahnkatze ihren Heimweg gefunden hat, dann ist das nur euer Verdienst. Und meine Haut habt ihr außerdem gerettet. Hier, das ist das Mindeste, was ich euch dafür geben kann. Bestienklauen. Werde ich zwar wahrscheinlich niemals benutzen, aber ganz ehrlich, die Geste zählt. Und noch eins. Als die Katze davongetigert ist, hat sie irgendwas gemurmelt. Es klang nach einer Art Geheimwort. Ich sage es euch lieber, bevor ich es wieder vergesse. Geheimwort, das er von der Säbelzahnkatze erfahren hat. Lass mich raten. Du kannst jetzt vom Altar des verwunschenen Königs aus zum Chateau Felix bei Nacht reisen. Habe ich mir irgendwie schon fast gedacht, aber dann bekommen wir es halt eben so von ihm. Cool, das bedeutet, ist das jetzt nicht auch wieder so ein harter Plot-Twist oder sowas? Das heißt, hier in Dragon Quest 8 müsste die Mission ja sein. Gibt es also eine Säbelzahnkatze, die anscheinend ein Tickling mal war? Weil nur die Ticklinge haben eigentlich Zeitwörter. Das interferiert hier komplett mit der Geschichte von Dragon Quest. Ich bin gerade höchst verwirrt. Das passt irgendwie nicht in die Geschichte, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber okay, dann ist halt eben ein Tickling zu einer, ja, Säbelzahnkatze geworden. Ne? Jeder seins. Chateau Felix in der Abenddämmerung. Ja, her damit auf jeden Fall. Reisen wir dorthin und gucken mal, was sich dort für eine Mission befindet, die wohl vielleicht auch hoffentlich ein bisschen schneller zu lösen halt eben ist, sodass wir heute richtig viel Progress machen können. Ach, guck mal, jetzt sind da ganz andere Leute hier unterwegs. Hallo, da ist eine Maid. Es ist sehr eigenartig. Anscheinend war Jessica gerade mit ihren Freunden auf Abenteuerreise, als sie urplötzlich ihre Mutter so sehr vermisste, dass sie in Tränen ausbrach. Als wir davon hörten, sind ihre Mutter und ich zu ihr geeilt, um nachzusehen, ob es ihr gut geht. Du bist wirklich wunderbar, Mutter. Ich bin nicht deine Mutter. Warum drehst du dich zu mir und sagst das? Ich verspreche, dass ich nie wieder auf ein albernes Abenteuer gehen werde. Ich könnte es nicht ertragen, auch nur eine Sekunde von dir getrennt zu sein. Ich glaube, sie hat geweint, aber sie sagt trotzdem hihihi. Du lieber Himmel, was mag nur in Jessica gefahren sein? Sie benimmt sich wie eine Vorzeigetochter, gehorsam, zuvorkommend, respektvoll. Es ist geradezu bestürzend. Die Jessica, die ich kenne, ist dickköpfig, streitsüchtig und unfähig zu tun, was man ihr sagt. Ich wollte sie von ihrem kleinen Abenteuer abhalten, aber sie bestand darauf, den Tod ihres Bruders zu rächen. Okay. Und mit einem Mal ist sie eine sanftmütige Tugendboldin? Das ist doch äußerst seltsam. Geradezu schlimm ist das. Wie kann ich meine Tochter zurückbekommen? Moment, da fällt mir etwas ein, was ein gewisser reisender Händler mir einmal erzählt hat, dass es Bücher gibt, die die Persönlichkeit eines jeden verändern können, der sie liest. Bestimmt kommt ihr auf euren Reisen in den ganzen Welt herum. Wenn ihr ein Buch findet, das mir die Tochter zurückgibt, die ich kenne, werde ich euch belohnen. Könnt ihr danach Ausschau halten? Was kriegen wir denn? Eine Göttinnenpeitsche. Oh, meine Rosalinde, warum hast du denn eine Göttinnenpeitsche bei dir? Die arme Tochter. Wunderbar, es ist offensichtlich nicht eure Art, eure Mitmenschen im Regen stehen zu lassen. Also wie gesagt, meine Tochter war immer ein energischer, willensstarker und sehr aktiver Typ.
Wenn ihr ein Buch finden könntet, das ihre Persönlichkeit wiederherstellt, wäre ich euch unendlich dankbar. Der Händler, mit dem ich sprach, erwähnte das Königreich Aliahan. Ihr könntet ja dort suchen. Ja, können wir versuchen. Was war Aliahan eigentlich nochmal? Das war auf jeden Fall noch ein anderer Altar. Ja, das weiß ich noch zu 100%, weil das war einer der letzten Episoden, wo wir Aliahan irgendwie mitgekriegt haben. Weiß ich aber leider nicht mehr zu 100%, wo das war. Das bedeutet also, schlaue Internetseite. Wobei, ich kann mal ganz kurz gucken, ob das vielleicht hier nicht sogar irgendwo steht, als einfach nur, ja, vielleicht einfach nur als Ort, halt irgendwie hier so Damdara, Tantigel und so weiter, Rendarak und bei den anderen und so weiter ist ja schon abgeschlossen. Deswegen würde ich sagen, gucke ich mir das Ganze jetzt mal an. Head to Questa's Rest. Questa's Rest heißt das also anscheinend hier im Englischen. Onglanski. Ach, das ist hier. Nee, das ist ja, siehst du mal. Dragon Quest 9 kommt nämlich wieder. Das sind die rastenden Recken. Würde auch so ein bisschen Sinn ergeben für Questa's Rest. Wisst ihr, wegen Rest und rastend und so weiter. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Das ergibt natürlich Sinn. Okay, dann gehen wir dort halt eben hin. Und dort müsste anscheinend, da oben, genau, da sehen wir es jetzt gerade sogar. Da oben. Ach, die Musik, es ist immer noch so schön. Hört euch das an. Oh, das ist immer so ein Klatschen in Dragon Quest 9 gewesen. So ein... Oh, schön. Hier oben müsste das dann also sein wahrscheinlich. Marcel untersucht das Bücherregal. Darin scheint nichts Besonderes zu... Head to Questa's Rest and search bookshelf with a book on top. Das ist all with a book on top. Oder ist das jetzt hier irgendwie mit gemeint? Nein, ich wollte schon sagen. Hier ist ja nicht book on top. Untersucht das Bücherregal. Daran scheint nichts Besonderes zu sein. What? Was? Was? Das hier? Nee. Oder habe ich das Buch schon mitgenommen? Aus Versehen. Was ist denn hier los gerade? Warte mal, ich bin gerade komplett im Arsch. Habe ich das Buch schon irgendwann mal mitgenommen und ich kann es jetzt abgeben oder sowas? Ist es möglich? Hallo, wir sind wieder da. Also du hättest mich auch gerade eben schon fragen können, ob ich jemals so ein Buch halt eben gefunden habe und so. Und mein Protagonist könnte auch intelligent genug sein, um vielleicht zu sagen, hier, ich habe ein Buch gefunden, ist vielleicht das, was du suchst, aber anscheinend halt eben nicht. Dann mache ich das halt eben irgendwie selber. Ja, guck. Warum kam das nicht vorher? Warum habt ihr mich nochmal zurücklaufen lassen? Ich stand gerade komplett auf dem Schlauch. Ich dachte mir jetzt hier, irgendwas kommt komplett kaputt gegangen. Ah, das Buch, das ihr in den Händen haltet, sieht aus, als verhieß es Besserung. Habt ihr etwa Mittel gefunden, um mir die Tochter zurückzubringen, die ich kenne und bisweilen auch gern habe? Bisweilen. Wunderbar, könntet ihr mir wohl verraten, wie der Titel lautet? Ach du lieber Himmel, soll ich etwa glauben, dass eine Veröffentlichung namens Schöne Kurven und scharfe Kanten mir meine Tochter zurückbringen soll? Ja. Ja, das ist doch, das passt doch, oder nicht, zu deiner Tochter? Also ich weiß wirklich nicht, ob das die Art Lektüre ist, der ich meiner Tochter aussetzen sollte, aber wenn ihr es für eine gute Idee haltet, ja, mach das mal. Rosalinde gibt Jessica das Buch Schöne Kurven und scharfe Kanten. Also dann, wie geht es dir, Liebes? Oh, mir geht es hervorragend, Mutter. Aber was ist mit dir? Ich meine, was hast du denn da an? Möchtest du es dir nicht bequem machen und ein paar Höhlen fallen lassen? Oh, wo kommt denn dieser hübsche junge Mann auf einmal her? Ihr seid ja ein Prachtexemplar, was? Sagt mal, hattet ihr schon mal ein Olala? Ey, das ist schon Millionen Jahre her gefühlt, seitdem ich das letzte Mal ein Olala hier in Dragon Quest gehört habe. Jessica, also wirklich, so habe ich dich nicht erzogen. Das ist nicht die Jessica, die ich kenne. Ihr müsst rasch das Buch finden, das ihre wahre Selbst wieder zum Vorschein bringt, hört ihr? Nö, das, wie? Nein. Was? Ist doch richtig. Wie jetzt? Das Buch, das in den Händen haltet, sieht so aus, hieß es Verbesserung. Ja, bitte. Titel? Schöne Kurven und scharfe Kanten. Sag mir einfach, dass es richtig ist. Komm, mach das einfach nochmal. Was passiert denn jetzt, wenn ich das nochmal mache? Und mir geht's hervorragend, Prachtexemplar und so weiter. Und da passiert gar nichts. Hä? Da muss doch richtig sein. Use the book on Jessica to complete the quest and get your reward. Vielleicht muss ich das ja... Ah, vielleicht muss ich ja hier wichtige Gegenstände... Ja, das ist doch das, was ich gefunden habe. Ja, genau. Benutzen. Betrachte das Prachtexemplar. Er strotzt plötzlich vor Tatendrang das Bedürfnis, sich draußen an der frischen Luft zu bewegen. Das ist natürlich jetzt auch ganz angenehm. Hä? Dann gehe ich da halt nochmal hin und, ja, guck halt nochmal, ob wir, da irgendwie ein Buch bekommen können. Was? Nein, nicht Observatorium. Nein, 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 halt, halt. Wir machen das vernünftig, vorsichtig, Herberge hier. Also, ich war selten so verwirrt gerade, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Head to Questa's Rest and search bookshelf with a book on top. To get the book you need. Ja, hier. Hi. Aber hier haben wir das ja schon geholt. Nichts Besonderes. Hier ist wahrscheinlich auch nichts Besonderes. Nein, Thekla, hilf mir mal. Ich brauche ein Buch.
Ihr müsst doch hier tolle Lektüre haben, oder nicht, Thekla? Hä? Und das ist nicht das, was sie gesucht hat. Jahrbuch für Mädchen mit Mumm. Ein Buch, das jede Leserin in einen echten Wildfang verwandelt. Ja, das soll es doch auch sein. Das ist doch nichts Falsches dabei. Bin ich in das Falsche reingegangen oder so? Nee, das kann ja auch nicht sein. Das muss doch das Richtige sein. Warum? Muss ich vielleicht Nein drücken? Was, wenn ich jetzt... Warte mal, Moment. Oh Gott, ey, ist das hier gerade aber auch ein Hin und Her, ne? Ansonsten, ich guck mal, dass ich vielleicht dass ich vielleicht auf Nein gehen soll oder so. Vielleicht muss ich eher sagen, so, nee, ich glaube nicht, dass das richtig ist, das Buch. Hier, nein. Nee, doch nicht. Okay, dann sage ich doch ja. Ach du lieber Himmel. Schöne, zurück. So heißt das Buch ja gar nicht. Das Buch heißt ja irgendwie komplett anders, aber egal, komm, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so eine Verarsche. Das ist so eine Verarsche. Du musst Nein sagen. Du musst auch erstmal drauf kommen. Das hat mich gerade komplett beanbooselt hier, die Drecksmission, ne? Jahrbuch für Mädchen mit Mumm? Interessant. Sollen wir Jessica bitten, es zu lesen? Ja, bitte. Jessica war immer ein aktives Mädchen. Ja, mit so einem Buch könnte sie etwas anfangen. Warum versuchen wir es nicht damit? Rosalinde gibt Jessica das Buch, Jahrbuch für Mädchen mit Mumm, zu lesen. Wie geht es dir, Jessica, Liebes? Hey, Mutter, was tust du denn hier? Moment, ich ahne es. Du bist gekommen, um mich davon abzubringen, Rache für Alistair zu nehmen, nicht wahr? Tja, schlag dir das aus dem Kopf. Ich werde nicht aufgeben und ich werde nicht mit dir nach Hause kommen. Basta! Ich werde Rache üben. Das ist mein Schicksal und niemand kann mich aufhalten. Hey, du lässt dir gar nichts von mir sagen, was? Ich weiß wirklich nicht, woher du deine dickköpfige Art hast. Ha, da redet die Richtige. Wann hast du zum letzten Mal auf irgendwen gehört? Haha, na, also... Hey, was ist denn daran so lustig? Ja, es besteht kein Zweifel, das ist die Jessica, die ich kenne. Vielen, vielen Dank. Ja, so ist die auch bestimmt viel angenehmer für dich, klar. Hier, das habt ihr euch mehr als nur verdient. Eine Göttinnenpeitsche. Kann mir mal jemand erklären, was hier eigentlich los ist? Ach, zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Kind. Lass mich dich gründlich anschauen. Du benimmst dich reichlich merkwürdig, Mutter, das ist dir hoffentlich klar? Ich bin wirklich dankbar. Ich hatte Angst, dass ich meine Tochter für immer verloren hätte. Ihr habt eine ganz komische Beziehung miteinander, damit ich das mal so sagen darf. Was ihre plötzliche Veränderung angeht, so sagte mir einer ihrer Gefährten, dass es sich um den Fluch eines Monsters gehandelt haben könnte. Macht einen großen Bogen um diese Bestie, hört ihr? Ja, vielleicht habe ich diese Bestie schon angetroffen. Ich habe schon sehr viele in meiner Vergangenheit gesehen und ich habe schon ordentlich viele Bestien in meiner Laufbahn und so weiter erlebt. Die haben auch ganz, ganz komische Sachen mit anderen Leuten erlebt gemacht. Ey, aber wunderbar, dann müsste doch jetzt der nächste Altar müsste doch hier fertig sein, oder nicht? Schauen wir mal. Oder? Wie sieht's aus? Nächster Altar? So ist es auch. Jawoll. Ey, Leute, dieser Progress. Ich krieg Gänsehaut. Das ist so geil, ey. Das macht mich richtig glücklich. Guck mal, es fehlen nur noch zwei Altare. Und das sind irgendwie die ersten beiden, um genau zu sein. Und eins davon kann ich nur abschließen, nachdem wir Kalosmos besiegt haben. Es wird immer besser. Also fehlt mir nur noch das hier. Und jetzt muss ich mich wirklich unbeschreibbar. Ich muss mich jetzt hardcore darauf vorbereiten, weil ich gar keinen Plan habe, wo ich da dem hinzugehen habe. Wir lesen uns das jetzt einfach mal gemeinsam durch, würde ich sagen. Ob ihr Bock habt darauf oder nicht, ist mir jetzt relativ egal, weil ihr müsst mir jetzt einfach mithelfen, auch wenn es nicht geht, weil wir nicht live sind. Also, Kenok Castle. So, Kenokian Conundrum. Conundrum heißt es irgendwie anscheinend auf Englisch. Talk to King to begin the quest. Haben wir geschafft. Head to the Roma Encampment and talk to Kiefer there. Das habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Weil da waren wir auch schon. Sie hat ja erzählt, dass er nach Steinach wollte, nachdem er feststellen musste, dass Alina nicht diejenige war, nach der er suchte. Das heißt, für uns, wir müssen nach Steinach. Steinach heißt auf Englisch Wheelbrook. Das habe ich auch schon herausgefunden. Und hier steht, Head to Wheelbrook and talk to Pankras. Note, you need to complete the quest in the story first, before you can proceed. Absolut okay. Absolut okay. Weil das haben wir auf jeden Fall schon getan. Altar ist hier absolviert und das müsste dann also hier, glaube ich, gewesen sein. Nee, dann war das halt eben hier oben, oder? Jawohl, genau, Steinach. Dann reisen wir mal nach Steinach. Und jetzt müssen wir so einen Pankras finden. Ich habe absolut keinen Schmarrn, wie der auf Deutsch heißt. Aber wir werden uns hier einfach halt eben komplett mal durchsprechen. Ach, das sind die Leute, die auf dem Boden lagen. Du bist es doch bestimmt, oder? Nee, doch nicht. Ludwig! Ludwig kann das sein. Ja klar, du da oben. Oder du? Nee, du bist es auf gar keinen Fall. Nein, du bist es auf gar keinen Fall. Du hier! Nee, das ist Sancho. Oh ne, das ist er doch! Sancho? Als ob er auf Englisch Pankras heißt. Egal. Aber wo wir gerade von jungen Senior sprechen, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Ei, er hat es faustdick hinter den Ohren. Kaum sehe ich mal nicht ihn, hat er sich schon aus den Staub gemacht. Ah ne, dann ist er das doch nicht. Dann bist du das ja. Ludwig, ja, da ist er doch. Ah, ihr seid... Ne, der muss irgendwie anders sprechen. Der ist ein bisschen molliger.
Ah, ihr seid es. Sancho hat mir berichtet, dass ihr... Der hat sich wie so eine Cartoon-Version an von Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper! Ihr seid es. Sancho hat mir berichtet, dass ihr derjenige wart, der die Erkältungsarznei für uns beschafft hat. Wir stehen tief in eurer Schuld. Habt vielen Dank. Es war geradezu mysteriös. Gleich nach meiner Rückkehr nach Steinach bekam ich die schlimmste Erkältung meines Lebens. Ich konnte mich kaum rühren. Ich dachte schon, ein Monster hätte mich verflucht. Aber zum Glück geht es mir nun schon viel besser. Wie auch allen anderen hier. Ihr seid der Held der Stunde. Also wolltet ihr mir eine Frage stellen? Ja, bitte. Wie bitte? Ob der Junge, der sich Prinz von Cannock nennt, dem Dorf einen Besuch abgestattet hat? Aber ja, er war vor nicht allzu langer Zeit hier. Er fragte mich, ob ich mit dem König von Miedenhall verwandt sei. Ich erklärte ihm also, dass ich königlichen Blutes bin, meiner Familie aber aus Humburg stammt und nicht aus Miedenhall. Er wirkte darüber schrecklich enttäuscht, muss ich sagen. Wie dem auch sei, kurz darauf... Der hört sich echt immer mehr an wie Arnold Schwarzenegger in seiner Jugendzeit. Wie dem auch sei, kurz darauf ging er seine Wege, wobei er etwas über... Es tut mir so leid, dass ich darüber selber lachen muss. Ich hab so Kopfkino gerade. Wobei er etwas über den Niemerwald vor sich hin murmelte. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was es mit ihm auf sich hatte. Ehrlich, ich habe schon lange keinen so jungen Menschen derart niedergeschlagen gesehen. Chopper! So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Was steht denn jetzt hier als nächstes? Als er feststellen musste, dass der alte Hauding nicht derjenige war, den er suchte. Genau, wo ist denn er hingegangen? Schnurstracks in eine andere Welt abreißt. Dankeschön für diese äußerst präzise Beschreibung. Aber gut, dass ich jetzt hier immer noch... Head to the Neverglade. Was war denn nochmal Neverglade? Ich kann mich daran erinnern, dass ich das in der letzten Episode auch gesucht habe. Also höchstwahrscheinlich war das diese... Nee, Neverglade, das waren diese Eisdinger, oder nicht? Ja, hier, the Neverglade. Ja, das ist hier auch noch im selben Altar, aber ist halt eben die allererste Mission. Ich erinnere mich jetzt auch wieder daran. Ja, also, keine Ahnung. Also, ich sag's euch, wie es ist. Wenn du halt nach irgendwie 125 Parts, wir müssten, glaube ich, Part 125 jetzt hier haben, zig hunderte Personen vertont hast und so gehen dir irgendwann die Ideen aus. Ach nee, das ist der Nimmerwald. Oh, dann ist es ja gar nicht den. Ich dachte, hä, ist das nicht diese Eishöhle? Mein Gott, ich habe aber auch wirklich ein Gehirn wie ein Sieb, ne? Ich kann mich an wirklich gar nichts erinnern. Ja, das ist... Nein, nicht dieser Drecksnimmerwald. Sag mir bitte, du bist es einfach. Sag mir einfach bitte, du bist es. Nee, hier steht and go north and east. Okay, nee, north and east. Nein, ja, ich kann sie sehen und so weiter. Erik, du brauchst doch nicht mit mir sprechen. Vor allem, du bist gar nicht mal draußen. Wie kannst du mit mir sprechen? Und dann nach east halt eben gehen. Ja, also müsste der hier oben ja schon stehen, der... Jawohl, da bist du ja, Freundin. Dich habe ich überall gesucht. Ich grüße euch, Fremder. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin der Prinz von Cannock. Darf ich eine kühne Vermutung in den Raum stellen und euch fragen, ob ihr derjenige seid, nach dem ich suche? Der Prinz von Miedenhall? Ja, ihr habt das Gebaren eines Edelmannes. Durch eure Adern fließt königliches Blut. Daran kann es keinen Zweifel geben. Ihr seid es wirklich, da bin ich mir sicher. Hä? Höre ich richtig? Ihr seid wahrhaftig ein Prinz, aber nicht der des Königreichs Miedenhall? Ihr stammt aus einem Lande namens Eschenburg. Habe ich mir also wieder mal falsche Hoffnung gemacht? Ich bin auf meiner Mission, die Gefolgschaft meiner königlichen Kameraden zu sichern, keinen Schritt weitergekommen. Wie weit bin ich gereist? Ich weiß es nicht mehr. Auf meiner langen, ergebnislosen Suche begab ich mich einmal hierhin, mal dorthin, stets angetrieben von dieser schaurigen Stimme aus dem Nichts. Nun hat sie mich hierher geführt, in diesen verhexten, endlosen Wald. Vielleicht habe ich nicht das Zeug zum Abenteurer. Ja, es wäre besser gewesen, ich hätte das sichere Schloss nie verlassen. Das Mal auf der Hand von Marcel leuchtet. Oha, okay, was geht denn jetzt ab? Die Kraft des Lichtbringers einsetzen, um den Prinzen von Cannock in seine Welt zurückzubringen. Ja klar, da soll er ja auch wieder zurückgehen. Ganz ehrlich, hier, zurück mit dir. Ich teleportiere dich weg. Ich hoffe, das findet er nicht komisch. Dieses Licht, was ist das für ein Teufelswerk? Ah! Warum er sich jetzt so ein bisschen wie Rentner angehört hat, weiß ich auch nicht. Der Prinz wird in blendendes Licht getaucht und nach Schloss Cannock zurückversetzt. Da sein Sohn nun sicher zu ihm zurückgebracht wurde, wäre dies ein guter Zeitpunkt, um noch einmal mit dem König zu sprechen. Und das wird jetzt auch mein Plan sein, weil das ist tatsächlich neben Missionen, die wir nur erfüllen können, wenn wir Kalasmos besiegt haben, die allerletzte Altarmission, die wir hier noch zu erledigen haben. So gesagt, die vorletzte Altarmission für uns. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich finde ganz ehrlich, ich habe wahnsinnig guten Fortschritt gemacht. Ich komme jetzt halt eben derzeit näher. Schloss Cannock müsste das gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt halt eben derzeit näher, wo ich halt eben diesen Ultra-Grind starten muss. Wo ich halt wirklich auf Level 100 halt eben aufsteigen sollte, bevor ich Kalasmos besiege. So wurde mir das halt eben zumindest vorgeschlagen. Und da habe ich keine Lust drauf. Das ganze Gegrinde, Leute.
Oh, der Reisende kehrt zu uns zurück. Ihr seid ein wahrer Held. Ihr habt meinen Sohn aus der Gefahr gerettet und ihn mir zurückgebracht. Ich werde niemals vergessen, was ihr für dieses Königreich getan habt. Zu Ehren eurer edlen Tat möchte ich euch dieses Kleinod geben. Seit unzähligen Generationen liegt es in der Schatzkammer. Eine Gaia-Rüstung also anscheinend. Mein Sohn hat zwar des Öfteren ein etwas lustloses Verhalten an den Tag gelegt, doch durch seine Adern fließt dennoch das Blut Erdricks, des Mächtigen aller Helden. Wenn irgendjemand es vermag, den Hohepriester Hargon zu besiegen, dann er. Ja, ihr habt nicht nur meiner Familie einen großen Dienst erwiesen, sondern der ganzen Welt. Das freut mich doch zu hören. Ich bin mir ziemlich sicher, Dragon Quest 2 wurde jetzt gerettet. Mehr oder weniger. Ich hoffe einfach mal. Erinner dich an meinen Namen, okay? Sodass wir in Dragon Quest 2 nochmal miteinander quatschen können. Ich bin's nämlich, der Lichtbringer Luminary. Auf geht's. Weil das war jetzt hier gerade, wie gesagt, die letzte Mission, die wir hier noch machen können. Und jetzt müsste auch das... Jawohl, guckt euch das mal an. Sieht das nicht geil aus. Es ist natürlich schade, dass ich die Dragon Quest 1 Mission noch nicht machen kann. Aber ich finde es auch wieder cool. Das ist eigentlich ein ganz nice stilistisches Mittel, dass man halt eben mit dem allerersten Dragon Quest auch diese Altarmission beendet. Weil du musst halt erstmal Kalasmos besiegen, damit du diese Mission machen kannst. Und das hat auch wieder etwas ziemlich Cooles. Aber bevor ich halt eben irgendwie auch nur sage, ja, Folge ist jetzt vorbei, ne, wir machen jetzt hier gar nichts mehr und so weiter, gehe ich eben ganz kurz nochmal auf die Overworld. Erstens, weil es halt auch ganz schön da draußen aussieht, aber auch zweitens, weil ich etwas anderes kurz überprüfen möchte. Macht euch keine Sorgen, ich werde jetzt hier ganz bestimmt nicht grinden oder sowas im Video, da ich glaube, so weit wird es hier nicht kommen. Das werde ich alles schön privat machen müssen. Also haltet euch auf jeden Fall schon mal, fest, das wird wahrscheinlich die nächste Episode wieder mal verzögert werden um ein paar Monate oder sowas. Und zwar wollte ich reinschauen, Verschiedenes. Zunächst einmal Missionsverzeichnis und da müssten wir jetzt sehen, dass dort alles abgeschlossen ist, außer eine einzige Mission, so ist es auch. Aber jetzt haben wir ja hier noch irgendwie zig neue Missionen. Guckt euch das hier mal an, was hier alles ist. In einem Haus im Mandala befindet sich ein Mädchen, das ein wenig schläfrig aussieht. Wieso redest du nicht mal mit ihm? Ich werde niemals verstehen in meinem Leben, was Dragon Quest manchmal mit diesem Pronomen immer macht, ne? In einem Haus im Mandala befindet sich ein Mädchen. Wieso redest du nicht mal mit ihm? Aber hier müsste kein... Da, oh, guck mal, hier ist ja auch alles voll mit Leuten, die noch Missionen haben für mich, oder was? Wie kommen die denn dahin? Im Hain der Ruhe in der Nähe von Antiquia befindet sich ein kleines Mädchen, das einen großen Wunsch hat. Wieso redest du nicht mal mit ihm? Warum immer mit ihm? Das ist ein Mädchen. Mit ihm, ein älterer Herr. Ja, genau, das ist schon richtig so. Im Hain der Ruhe, in der Nähe von Antiquia. Was ist denn Hain der Ruhe? Wisst ihr was? Nee, das machen wir hier noch in der Mission. Hier in der Folge, mein Gott. Hain der Ruhe, Antiquia. Antiquia befindet sich hier. Da muss ich mal gucken, wo sich hier Hain der Ruhe befindet. Das machen wir jetzt mal noch gemeinsam. Also zumindest halt die Mission irgendwie so mitnehmen. Wie viele Missionen das ja noch dann so für uns sind. Das kriege ich ja niemals hin. Alter, wir sitzen hier noch, bis ich sterbe. Bis ich irgendwann 80 Jahre alt bin und ich sterbe oder sowas. Keine Ahnung, wie lange wir hier noch an dem Let's Play halt eben sitzen. Ich kriege ein bisschen Ehrfurcht, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Missionen wir noch zu erledigen haben. Antiquia. Ach, im Hain der Ruhe. Oh, da habe ich sehr, sehr schlechte Erinnerungen daran. Das war nämlich eins der emotionalsten, wenn nicht sogar die emotionalste Geschichte, die hier in Dragon Quest passiert ist. Hier im Hain der Ruhe haben wir ja nämlich, zumindest totgeglaubte Veronika gefunden an dem Baum. Das war halt schon sehr, sehr krass damals, das weiß ich noch. So, das sind so Momente, die werde ich auf gar keinen Fall vergessen. Sehr, sehr krasse Augenblicke und hier müssen wir auch leise sein. Heißt ja nicht umsonst Hain der Ruhe. Da vorne befindet sich nämlich ein Mädchen und die hat eine Mission für uns. Was gibt's denn? Ich bin ziemlich krank. Der Arzt hat gesagt, dass er nicht weiß, wie er mir helfen soll. Aber ich glaube, ich kenne eine Möglichkeit. Mein Großvater hat mir mal von einer magischen Blume namens Petunie erzählt. Er sagt, dass sie einem einen Wunsch erfüllt, wenn man ein Gebet spricht, während sie blüht. Aber man kommt nur ziemlich schwer an ihre Samen. Das schafft man nur, indem man ein sehr seltenes Monster namens namens Wünschelknolle aufspürt und im Kampf besiegt. Ihr und eure Freunde seht ziemlich stark aus. Könntet ihr eins für mich besiegen und mir ein paar Petunien-Samen bringen? Das ist vielleicht meine einzige Hoffnung. Ein Heiler kriegen wir dafür. Och Gott, ey, ohne Mist, ne? Wenn sie schon sagt, ein sehr seltenes Monster und so, dann wird das wieder grind. Ich meine, ich kann das halt eben miteinander kombinieren. Ich kann dahin gehen, wo man diese Wünschelknollen halt irgendwie antrifft und so weiter und kann da einfach die ganzen Monstergruppen wegfetzen, dann level ich damit ja auch noch, aber es ist halt, es wird dann wieder so viel Grind sein. Oh, danke. Wenn ich nur eine Handvoll dieser Samen bekomme, kann ich dafür beten, wieder gesund zu werden, wenn die Blumen endlich erblühen. Die Wünschelknollen, die welche bei sich haben, leben im Wurzelwald, lassen sich aber nur sehr selten blicken. Ihr solltet versuchen, gegen eure Freunde zu kämpfen, die Kürabis. Warum sind das meine Freunde? Achso, gegen ihre Freunde. Ah, ich verstehe schon. Du musst mit einem Kürabi raufen, dann kommen die Knollen angelaufen. Das hat mein Großvater mir immer gesagt. Er wird nie leicht zu finden sein, aber ich zähle auf euch. Immerhin seid ihr meine einzige Hoffnung. Bitte bringt mir die Samen, die ich brauche, damit es mir wieder besser geht.
Das kann natürlich auch alles eine Masche sein, ne? So die Enkelmasche oder sowas, ne? Der Opa und so weiter, der wird ja wahrscheinlich irgendwo campen im Wald und sobald wir denen die absolut seltenen Samen gegeben haben, wenn die das verkaufen und so, schön andere arbeiten lassen. Ja, das wird wahrscheinlich hier der Plan hinter sein. Missionsverzeichnis. Es gibt ja noch zig weitere, die wir uns hier abholen müssen. Alter, guckt euch das. Never ever. Was haben wir denn hier sonst noch? Und zwar haben wir hier noch ein. Ach, das ist ja auch noch eine Mission mit Klatschmandu oder was? Erhabene Halle von Klatschmandu befindet sich Mönch, der was selbstsicher, der etwas zu selbstsicher zu sein scheint. Jetzt haben wir hier nochmal in der Nähe der Kathedrale von Antiquia befindet sich ein alter Herr. Also müssen wir nochmal hoch zur Kathedrale von Antiquia, wenn wir sowieso schon hier sind. Ja, jetzt spüren wir die ganzen Leute auf und sprechen halt eben mit denen, um die Mission halt irgendwie mitzunehmen, sodass ich die dann halt in den kommenden Episoden alle abarbeiten kann. Ich meine, es ist ja wie gesagt nicht schlimm, das hilft uns ja beim Farming ungemein halt eben weiter. Oh, da sind sogar zwei Missionen, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber warum ist denn eine so pink? Warte mal. Warum ist der eine so pink hier? Aber mit euch allen möchte ich mal gerne sprechen. Das finde ich gerade sehr komisch. Aber hier, moin. Ho, ho, ho. Ihr fühlt euch doch wohl, hoffe ich. Ihr müsst auf euch achten, mein Junge. Es gibt keine größeren Feinde im Leben, als die eigene Gesundheit zu kümmern. Ich habe das noch schnell gelesen, bevor es weggegangen ist. Doch der Weg zu wahrer körperlicher Leistungsfähigkeit ist ein durchaus beschwerlicher. Man muss sein Herz und seine Seele auf dem Altar des Wohlbefindens opfern. Mein ganzes Leben lang strebe ich schon nach Gesundheit. Und nach Jahren der mühevollen Forschung habe ich endlich das Geheimnis gefunden. Ich nenne es Supersuppe. Oder zumindest werde ich das, wenn sie endlich fertiggestellt ist. Junger Mann, helft ihr mir bei der Zubereitung dieses wundersamen Gebräus? Wenn du mir sagst, was du dafür brauchst, Schmetterlingsstock kriegen wir dafür. Ho, 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 ich wusste, ihr würdet ja sagen. Also ihr müsst euch tief in den Wurzelwald begeben und mir ein Blatt der allerwichtigsten Zutat mitbringen, des Wohlkohls. Der Wurzelwald ist ein heiliger Ort, den ohne die Erlaubnis des Hohepriesters niemand betreten darf. Aber ihr seid der Lichtbringer, wie könnte er sie euch verwehren? Ach, deswegen ist da wahrscheinlich so pink da jetzt hinterlegt auf der Map, weil wir dort bei dem wahrscheinlich dann in den Wurzelwald reingehen können. Denk daran, Junge, ich brauche nur ein einziges Blatt vom Wohlkohl. Mögen die Geister der Gesundheit euch begleiten, mein werter Freund des Wohlbefindens. Gesundes Gemüse. Das finde ich aber gut, dass der Typ halt relativ alt zu sein scheint und dass er halt eben wirklich diese Supersuppe haben möchte, um sich halt einfach, ja, wie soll ich sagen, um halt eben gesund zu leben. Ja, das ist tatsächlich der Wurzelwald, da müssen wir sowieso hin für zwei Missionen, aber ich bin nicht hier, um Missionen zu erfüllen, ich bin nämlich hier, um Missionen erstmal überhaupt anzunehmen, sodass ich eine Beschreibung habe und einen generellen Plan. In der erhabenen Halle von Klatschmandu befindet sich ein Mönch. Also, Klatschmandu, it is. Klatschmandu, wo befindest du dich? Klatschmandu, da ist Klatschmandu. Klatschmandu soll anscheinend auch ein Gebiet sein, wo man ziemlich gut leveln kann. Denn irgendwo bei dem Berg dort, ich weiß nicht, ob das hier bei Klatschmandu war. Klatschmandu ist ja auch ein Berg. Und ich glaube, da war das. Das sind irgendwelche Handmonster. Das klingt jetzt sehr komisch, aber das sind so Hände, die aus dem Boden rausragen. Und die sollen anscheinend Unmengen an Erfahrungspunkte bringen. Ich weiß aber gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr, ja, welcher Berg das war. Das könnte der sein, das könnte irgendein anderer Berg sein. Ah ne, mit dir haben wir schon gesprochen. Du hast auch gar keine Mission halt eben mehr für mich und so. Aber da gibt's einen. Hier an der Seite. Hallo, du hast tatsächlich eine Mission für mich. Ja, moin. Die Kunst der Zauberei besteht in der Manipulation der magischen Energien, die den Zauberer durchströmen. Jeder Zauberwirker verfügt also nur in solchem Maße über magische Macht, wie eben jene Energien durch seine Adern fließen. Doch jahrelange Studien haben mir das Geheimnis offenbart, wie die durch Erdrias Boden fließende Kraft kanalisiert und zur beachtlichen Steigerung der Zaubermacht verwendet werden kann. Dies ist wahrhaftig eine Kunst für die Weisesten und Größten aller Zauberer. Ihre Geheimnisse habe ich in drei Folianten aufbewahrt und auf drei Etagen der Königlichen Bibliothek von Finnland versteckt. Sollte es mir missglücken, den Finsteren niederzustrecken, bitte ich euch, die ihr in meine Fußstapfen tretet, sucht die Folianten und sprecht vor ihnen folgende Worte. Zaubermacht in diesem Werke zeige ich dir, gewähr meine Stärke. Oh, verzeiht mir, ich habe euch gar nicht bemerkt, ich studiere die uralten Lehren von Klatschmandu. Der Verfasser dieses Buches ist Hagen. Hagen haben wir schon häufiger kennengelernt. Der ist uns in den Rücken gefallen und hat uns dann doch irgendwie gerettet. Der große Zauberer, der sich dem legendären Lichtbringer im Kampf gegen den Finsteren anschloss. Ich habe es erst kürzlich in den Lagerräumen des Tempels entdeckt. Wenn Fürst Bodo Hagens Anleitung folgen und lernen würde, Erdrias Energien zu kanalisieren, könnte euch das bestimmt von großem Nutzen sein. Ihr wart doch schon in der Königlichen Bibliothek, oder? Würdet ihr dorthin zurückkehren und nach seinen Geheimnissen suchen? Oh Gott. Ein Bonus auf Bodos magische Kräfte. Ich glaube, so eine Belohnung haben wir noch nie bekommen. Offenbar erhalten sie Zauber, die Bodo nützlich. Yo, das ist mega geil. Ja, her damit. Gut, dann müsst ihr nach Finnland und östlich davon in Schneefeld reisen, wo sich die Königliche Bibliothek befindet. Dort hat Hagen drei Bücher versteckt. Eines auf jeder Etage dieser Fundgrube der Weisheit. Zaubermacht in diesem Werke zeige ich dir, gewähr mir Stärke. Dies ist das Mantra, das ihr vor jedem Buch aufsaugen müsst.
aufs... Ich lese nur das, was ich lesen will, ne? Sagt man doch immer. Aufsagen müsst. Oh Gott. Um sein Siegel zu brechen. Viel Glück. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr alle drei Folianten gelesen habt. So, und jetzt passt auf. Ich erinnere mich noch zu 1.000.000% daran, was das für Bücher sind. Denn genau das habe ich, glaube ich, in der letzten Episode erzählt gehabt. Das sind nämlich die Bücher, die wir nämlich eigentlich schon berührt haben, gelesen haben, in Anführungszeichen, wo wir aber gesagt haben, dass das jetzt noch nicht, also, dass es noch nicht für uns gedacht ist oder sowas, stand da ja immer. Nee, wir können es jetzt noch nicht lesen und noch nicht mitnehmen, ist jetzt noch nicht für uns gedacht oder bla bla bla. Jetzt ergibt das alles auch Sinn. Nächste Mission. Was können wir uns denn hier sonst noch so abholen? Ich glaube, die Episode wird eine halbe Stunde nur dafür gehen, dass ich die Episode hier, die ganzen Missionen hier abklappe. Hä? Das ist ein anderer Mönch gewesen. Was? Hä? Oh. Hä? Ritter ohne Furcht und Tadel? Was? Kräftigen Ast. Ah, nee, das war noch was anderes. Das ist der. Hier ist noch irgendwo. Ach, nö. Hier gibt's noch einen anderen. In der erhabenen Halle. Wo ist denn die erhabene? Ach, die muss da nach oben gehen. Ach, Gott im Himmel, ne? Natürlich war das auch nicht der, den wir gesucht haben und so. Hallo, lass mich durch, bin Arzt. Dann gucke ich halt eben mal, wo sich der Kerl halt eben befindet. Hier oben ist er auf jeden Fall nicht. Hallo? Befindest du dich hier drin oder wie? Oder gehst du noch weiter nach oben? Nein, nee, stimmt. Da vorne war, glaube ich, eine Frau, die das Olala irgendwie herbeschworen hat oder sowas. Sage mal, wo versteckt denn der sich hier? Erhabene Halle, da ist da drin. Ich muss hier kurz rein, ja? Weiß, es ist ein ganz dickes Heiligtum hier, was ich hier gerade betrete, aber es hat ja auch gerade mit einer heiligen Mission zu tun. Erne hier nämlich. Mit großer Anstrengung habe ich meinen Körper gestählt, damit er als Schild dienen kann, um jeden zu beschützen, der vor der Gefahr hier Zuflucht sucht. Mein mesomorpher Leib ist härter als Edelstahl, ein Flüssigmetallschleim ist nichts gegen mich. Meine mächtigen Muskeln sind so stark, dass eine normale Waffe mir nicht mal einen Kratzer zufügen konnte. Könnte! Glaubt ihr mich, Reisender? Denkt ihr, ihr könntet eine Klinge herstellen, die scharf genug ist, um einen stählenden Körper durchdringen zu können? Wir kriegen 10 Talentsamen. Oh mein Gott. Das kriegen wir locker hin. Hahaha, ich bewundere eure Zuversicht. Nun gut, dann zeigt mir, was ihr drauf habt. Aber ihr solltet wissen, dass mir der Sieg schon sicher ist, weil ich weiß, dass die einzige Waffe, die meinen eisenharten Körper verletzen kann, eine imperiale Klinge der Qualitätsstufe plus 3 ist. Solch ein Schwert kann nur mit der pfiffigen Schmiede hergestellt werden, dem mystischen aller Schmiedeapparate, und zwar ausschließlich von einem wahren Meister der Metallurgie. Die Anleitung ist ein streng gehütetes Geheimnis von Klatschmandu. Es ist jenen vorbehalten, die tapfer genug sind, den Pfad der Drangsal zu beschreiten und stark genug, all seine Runden zu überstehen. Falls ihr es schaffen solltet, eine imperiale Klinge der Qualitätsstufe plus 3 herzustellen, dann rüstet euch damit aus und zeigt sie mir. Ich wollte schon immer mal ein Wunder erleben. Ich habe keinen Bock. Ich habe keine Lust auf diese Mission. Aber damit müssen wir höchstwahrscheinlich, wie er es gerade gesagt hat, irgendeinen, was war das, Draxul oder wie das hieß, irgendwie besiegen, Pfad des Draxul und sowas, und dann kriegen wir erst halt irgendwie das Rezept, und das haben wir höchstwahrscheinlich noch gar nicht, und dann ist es auch noch so schwer herzustellen wahrscheinlich, und ach Gott im Himmel, ey, wenn ich schon darüber nachdenke, das wird halt wirklich, das wird sehr, sehr anstrengend. In einem Haus in Mandala befindet sich ein Mädchen, das ein wenig schläfrig aussieht. Ja, dann schauen wir doch mal nach. Hoffentlich schläft sie mir hier nicht ein. Mandala befindet sich nochmal wo? Mandala befindet sich hier. Und dort ist dann anscheinend irgendwo ein Mädchen, das schläfrig ist. Übrigens, Lamentea, ja, ist ein Name einer Stadt, das ich mir noch absolut gemerkt habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an meinen Rant gegenüber dieser Stadt, weil mir diese Person, mit der ich halt immer im Kontakt stehe, hier was Dragon Quest 11 so alles betrifft, hatte mir ja mal gesagt gehabt, dass Lamentea die wohl unnötigste, hier ist immer noch die Paradenmusik. Oder war das die normale Musik von Mandala? Dass sie immer noch die unnötigste Stadt von allen Lamentea ist. Und das hat halt eben den... Und die tanzen hier wirklich immer noch alle. Und das hat halt einfach den Grund, weil Lamentea irgendwie überhaupt nicht mehr wirklich Backtracking-mäßig funktioniert. Du hast ja gar keine Mission mehr, die du da machen musst. Und bisher fällt mir immer noch keine Mission auf, die man in Lamentea machen muss. Wo ist mein... Ich weiß nicht, wo mein Charakter gerade stehen geblieben ist. Können wir hier rein irgendwie? Oh, ups, nee, doch nicht. Hallo? Ich muss hier einmal rein. Kann ich hier kurz rüberspringen? Nee, kann ich auch nicht. Oh, also muss ich hier wirklich nochmal händisch runterlaufen. Weil wir anscheinend nicht in das Haus reinlaufen dürfen. Zumindest nicht in die oberen Geschosse. Hier rein einmal. Moin. Ich hab gehört, hier ist ein Mädchen. Ach, ups, das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen. Sie ist doch oben. Aber warum durfte ich oben die Tür nicht öffnen? Was ist das für ein Skandal jetzt? Nee, ich darf die Tür hier tatsächlich nicht öffnen. Da ist ein Mädchen. Nein. Ich spreche das gar nicht an. Jetzt ist eigentlich Heierzeit, aber die Trommeln sind so laut, dass ich überhaupt nicht schlafen kann. Es ist Mittagszeit oder so. Was für Heierzeit? Was machst du für ein Schläfchen denn? Daran ist bloß dieses doofe Monster Bongo Bango schuld. Ständig hat es auf seine Trommel macht. Boom, boom, boom. So kann ich unmöglich Haier machen.
Könntet ihr nicht dafür sorgen, damit es aufhört? Es ist irgendwo draußen vor dem Dorf, glaube ich. Aber ihr sollt das Monster nicht einfach bloß umhauen. Ihr müsst ihm zeigen, wie furchtbar schlimm es ist, wenn jemand die Haierzeit vermiest. Es gibt eine Koopkraft namens Haierhieb. Damit könnt ihr bestimmt die nötige Lektion erteilen. Wenn der Bongo Bango eins auf die Mütze bekommt, kapiert er bestimmt, wie sehr er stört und lässt mich endlich in Frieden schlummern. Könnt ihr das bitte für mich tun? Weitere... 5 Minimedaillen ist aber krass. Weitere Grinding-Missionen. Ich glaube, in den Episoden, wo ich die Mission machen werde, also in den kommenden Episoden halt, das werde ich alles zusammenschneiden für euch. Also da werde ich wirklich zusammenschneiden. Da werde ich sagen, okay, wir stehen jetzt hier vor diesem Bongo Bango, die Leute sind gekräftigt und wir werden jetzt dagegen kämpfen. Oh, Haya Heap hat funktioniert, wir haben ihn besiegt, jetzt gehen wir zurück zum Mädchen. Ich schneide das zusammen, das ist mir scheißegal. Sonst gehen die Parts 3 Stunden lang und ich muss nicht aus dem Dragon Quest Let's Play einen Podcast machen. Wirklich? Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Haya Heap ist eine Kombination aus Züchtiger und Gan. Ihr müsst also mit einem Unterhaltungskünstler zusammenarbeiten, damit es klappt. Wenn der Bongo Bango eins auf die Mütze bekommt, kapiert er bestimmt, wie sehr er stört. Bitte kümmert euch um das doofe Monster. Ich kümmere mich darum. Wahrscheinlich wirst du jetzt hier tagelang wach liegen und das bringt dir überhaupt nichts. Und du wirst wahrscheinlich in den Tagen so unfassbar müde sein, dass du trotzdem schlafen kannst. Aber es ist ja, das macht ja hier keinen Unterschied. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach weiter, ne? Missionsverzeichnis. Wir haben noch so viele. 92, wir müssen 17 Missionen noch erfüllen. 17! Süße Träume, ja. Das können wir hier noch nicht machen. Das geht dann wahrscheinlich erst nach Kalasmus. Gipfel des Grimalaya. Befindet sich ein Künstler, der ein Fable für Orte hat mit schönem Ausblick. Heliodor, 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 Onsen, Lamentea, eine Mission in Lamentea. Ich fass es nicht. Hohen Warte, was war nochmal die Hohe Warte? Waren wir da nicht sogar schon mal? Herberge, Hohen Warte, Edwin, Hohe Warte. Okay, dann würde ich sagen, begebe ich mich als nächstes halt Gipfel von Grimalaya, da wo wir ja gerade eben eigentlich schon waren. Also in der Nähe zumindest, weil wir waren ja schon mal in Mandala. Aber dann, naja, teleportieren wir uns halt eben nochmal hin, laufen halt eben nach unten in den Grimalaya. Also ich glaube zumindest, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass nach unten jetzt hier südlich halt in die Richtung der Grimalaya war. Liege ich mit dieser Annahme... Was? Wo bin ich denn jetzt? Nicht Mandala! Ich bin auch echt... Ich war... Oh Gott. Ich war da doch gerade. Klatschmandu, das habe ich gesucht. Wie kann ich eigentlich... Also wie lost muss man eigentlich sein, um Klatschmandu mit Mandala miteinander zu verwechseln? Ich meine, okay, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich jetzt gerade in Mandala war und ich die ganze Zeit Mandala gesagt habe. Da ist es gar nicht mal so weit hergeholt, wenn ich dann auch Mandala über Klatschmandu sage. So, hier südlich müsste nämlich dann der Grimalaya sagen. So, ja, so ist es halt eben auch. Irgendwo hier oben stand ja auch Gipfel. Da ist ja so ein Kerl befinden. Der sagt, ich liebe Aussichten und ich würde gerne tolle Aussichten erleben. Der ist hier gar nicht. Nee, Gipfeltunnel. Oh, ich muss einmal durch den Tunnel laufen. Oder gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, um mich da auch irgendwie hin zu teleportieren? Ja, ich weiß, wo wir dann hinkommen. Klatschmandu, Yggdrasil, Wurzelwald, Gipfel, ich glaube nicht. Hohe Warte ist auch ganz woanders. No! Oder wo ist das? Klatschmandu? Kann ich da echt nirgendwo hin? Irgendwie. Klatschmandu, ich glaube, ich kann da echt nicht hin, ne? Es gibt da keinen anderen Punkt, der dort in der Nähe ist. Ich darf durch diese blöde Höhle tatsächlich latschen. Ja, so ist es wirklich. Ja, das heißt also für mich, ich latsche jetzt hier durch diese Höhle. Ich würde aber sagen, ich schneide das jetzt schon für euch. Darf ich überhaupt durchgehen? Doch, klar. Oder wobei, gibt es überhaupt irgendwelche Gegner? Warte, ich schaue noch mal ganz kurz rein. Bevor ich das für euch wegschneide und so, gibt es ja vielleicht sogar noch ein bisschen Hoffnung, dass es hier keine Gegner gibt, sondern dass ich hier recht zügig halt eben oben bin. Wie sieht's aus? Das könnte gut sein. Ich glaube, hier gab es wirklich keine. Hier gab es Gegner. Hier gab es ordentlich Gegner. Oi, oi. Kann ich hier durchlaufen? Ja, danke schön. Nee, ich muss aber nicht fliegen können, oder? Ich muss fliegen können. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da oben bin, Leute. Hier bin ich. Und der hat ja auch wirklich eine traumhafte... Ja, du hast total die Traum... Ah, nee, er sieht den Yggdrasilbaum. Das ist ja wirklich eine geile Aussicht eigentlich, ne? Mit diesem weißen Hintergrund und so weiter. Das Einzige ist halt, diese weiße Fahne stört da so ein bisschen, ne? Dieses Bändchen da. Ich hatte ja bereits gehört, dass man vom Gipfel des Grimalaya aus eine wunderbare Aussicht haben soll. Aber das hier übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Der Anblick ist einfach atemberaubend. Ich werde dieses Bild auf der Leinwand meines Herzens festhalten und mich bis an mein Lebensende daran erinnern. Ich heiße Hugo und habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, die Welt auf der Suche nach den atemberaubendsten Aussichten zu bereisen. Nun, wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber ich vermute stark, dass ich in euch einen Seelenverwandten gefunden habe, einen Verehrer atemberaubender Aussichten und prächtiger Panoramen. Und mit eurem jugendlichen Elan und euren geschmeidigen Gliedern... könntet ihr vielleicht sogar die erhabenste Aussicht von allen erleben. Also, wollt ihr in den erlesenen Kreis der Panorama-Pioniere aufsteigen?
Hugo möchte, dass du ihm hilfst, nach einer atemberaubenden landschaftlichen Kulisse zu suchen. Das kriegen wir hin. Ich wusste es, euer Blick. Also, du bist halt Seelenverwandter. Da möchte ich euch hiermit in den exklusivsten Kreis von allen aufnehmen. Den Geheimbund der Panorama-Pioniere. Lasst euch von der wunderbarsten Aussicht von allen erzählen, denn nämlich von den luftigen, wolkengeküssten Höhen, die der legendäre Vincenzo Turismo erst gepriesen hatte, ein Mitglied unseres Bundes. Laut seiner gefeierten Schriften gibt es südlich von Heliodor einen großen Berg, von dessen Gipfel man eine einzigartige Aussicht auf Erdria hat. Dieses Erlebnis löste bei ihm eine Art Erleuchtung aus und er verewigte seine Gedanken im Stamm eines Baumes in seiner Nähe für die Nachwelt. Den Inhalt seiner Niederschrift hat er aber nie verraten. Ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Findet diesen Berg im felsigen Süden von Heliodor und teilt mir die Erkenntnisse meines Helden und Mentors mit. Ich würde die Reise ja selbst antreten, aber meine Knie machen das nicht mehr mit. Ich bin zwar diesen Gipfel hier ganz erklommen, aber ja, ich muss auch wieder runter. Hast du natürlich recht, aber das kriege ich bestimmt noch hin mit meinen Knien. Restliches leider nicht. Selbst dieser vergleichsweise einfache Anstieg war ein echter Krampf. Bitte, als neues Mitglied unseres Bundes, müsst ihr mir diesen Wunsch erfüllen. Ihr könnt einfach nicht Nein sagen. Ah, ich darf nicht mal Nein sagen. Okay, aber das kriegen wir bestimmt hin. Dann werde ich dir halt eben vorlesen, was da stand. Ich könnte dir auch absoluten Bullshit erzählen, aber es ist mir natürlich eine riesengroße Ehre, in diesem Bund aufgenommen worden zu sein. Dann schaue ich mal weiter. Hier im Missionsverzeichnis halt eben noch nach. Das sind sehr viele Missionen. Aber ich habe sowieso einen Plan, wie wir das Ganze anschneiden werden für die nächste Episode. Heliodor gibt es jetzt noch relativ viele, ne? 3 Stück, um genau zu sein. Dann würde ich sagen, begeben wir uns nach Heliodor und machen dort dann schon mal die Leute fit. Also machen nicht die Leute fit, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Aber zumindest wir reisen jetzt halt eben zu den Leuten, die hier Probleme haben. Und hören uns zumindest auch schon mal erstmal an, was die Leute hier für Probleme halt eben zu melden haben. So, das wollte ich nämlich sagen. Ich bin natürlich da für die Leute und für deren Probleme. Dafür bin ich ja auch bekannt, ne? Selbst wenn Kalosmos besiegt ist und so, kommen wahrscheinlich noch weitere Missionen auf mich zu. Aber auch die werde ich allesamt natürlich erfüllen. So, Heliodor, wir waren schon lange nicht mehr hier und dort in der Mitte. Links von Dietrichs Laden. Dietrich, auch jemand, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Soll sich also anscheinend eine Mission befinden, aber es gibt hier noch weitere Heliodor-Missionen. Wahrscheinlich Schloss von Heliodor, wahrscheinlich auch noch Unterstadt von Heliodor und dann haben wir auch die Mission halt irgendwie abgeklappert. Und dann schaue ich mal, welche Mission ich in der nächsten Episode dann schon mal anfangen werde, wie viele ich vor allen Dingen machen werde. Was feststeht ist auf jeden Fall, dass ich sie schneiden werde. Ha! Aber ihr seid ja selbst ein ziemlich strammer Bursche. Das sieht man gleich. Ich wette, ihr habt im Laufe der Jahre schon einige Kämpfe erlebt, nicht wahr? Tja, es ist mein liebster Zeitvertreib, mich mit mächtigen Kriegern zu unterhalten und mir die Geschichten über ihre Heldentaten anzuhören. Doch eins vergisst man darüber oft. Ohne ein mächtiges Monster, gegen das der Held in den Kampf zieht, gäbe es überhaupt keine Heldengeschichten. Und wie es der Zufall so will, habe ich von einem echten Prachtexemplar gehört. Ich meine den sogenannten Hackhengst, der im Hochland von Onsen über eine Armee aus Kentauristen herrscht. Die Geschichten, die man über diese Bestie hört, sind hochspannend. Doch ein Bericht aus erster Hand wäre noch viel aufregender. Könnt ihr mir zuliebe gegen das Monster kämpfen? Wir kriegen Apollos Axt, das klingt unfassbar brutal. Ja, können wir auf jeden Fall machen, glaube ich. Ich habe es doch gewusst. Mir war sofort klar, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Nun, dann will ich euch jetzt alles verraten, was ich über das Monster weiß. Wie bereits erwähnt, lebt es im Hochland von Onsen. Das liegt südlich des Oshiyama. Das Monster zeigt sich aber nur jenen, die ihre Stärke unter Beweis gestellt haben. Und um das zu tun, werdet ihr eine Menge seiner Schergen, den Kentauristen, schlagen müssen. Ach, grind, grind, grind also. Also los, lockt ihn aus seinem Versteck, damit ihr mir später alles über euren Kampf erzählen könnt. Ich will jedes blutige Detail hören. Viel Glück, ich weiß, ihr schafft das. Dankeschön. Ich werde es auch schaffen. Es braucht halt nur seine Zeit. Es ist halt nicht einfach, das alles zu machen. So, wo sind die anderen beiden? Hier, nee, noch nicht, hier. Madame Sibylla in der Unterstadt von Heliodor. Und das müsste dann wahrscheinlich... Irgendwo in Heliodor versteckt sich ein lebhafter Lausbube. Versuche ihn zu finden und frage ihn, was los ist. Nein. Scheiße, wie finde ich diese Mission jetzt hier? Ich hab ja zwar eine intelligente Website, aber ich werde diese Mission niemals finden. All Missions. Ja, so werde ich das ganz sicherlich finden. Quests, Entschuldigung, das heißt ja Quests, nicht Missions. Ich möchte euch nicht whitelisten, IGN.com. Das sind aber nicht alle Missionen, die sie hier drauf haben. Warum? Warum sind das nicht alle Missionen, die sie hier drin haben? Amelias in der Pickel. Warum ist das hier nicht... Ja, ich sag euch, wie das ist. Ich habe schon Besseres erlebt in meinem Leben. Vielleicht muss ich ja irgendwie nach Quest Anzahl irgendwie suchen, weil die haben wir alle abgeschlossen. Und ich glaube, das hier wird dann wahrscheinlich die letzte Mission. Warte mal, wir sind bei Seite 7. Das machen wir jetzt mathematisch. Das sind immer 6 hier, das heißt 7 sind da. Okay, richtig gut. Weil das passt auf jeden Fall nicht mit der Missionsanzahl, die wir hier stehen haben. Oder?
Passt das mit der Missionsanzahl, die wir hier stehen haben? Alle Missionen, Walkthrough. Oder soll ich das eben ganz schnell cutten für euch, sodass wir da jetzt irgendwie mal kurz hier... Verlorene Liebe, das muss 60 ja eben sein. Also gehört das ja doch irgendwie mit dazu. Süße Träume und so weiter. Ja stimmt, süße Träume gehört auch mit dazu. Hä? Ein besonderer Anlass ist sie aber auch nicht. Gute Aussichten aber schon. Helden sind die größten. Ah, hier, da ist das. Jetzt siehst du mich. Das ist total strange. Mission Nummer 53 ist hier anscheinend diese Mission, die ich hier gerade ausgewählt habe. Obwohl diese Mission hier, beziehungsweise ein besonderer Anlass, existiert gar nicht dort als nächste Mission nach Süße Träume und so. Ich frag nicht. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber es war... L'Académie de Medaille? Was? Irgendwo ein Heliodor ist ein laues Bube. Ist das nochmal eine andere Mission oder was? Wie heißt denn die Mission so? Jetzt siehst du mich. Jetzt siehst du mich, jetzt siehst du mich, jetzt siehst du mich. Ist hier irgendwo, jetzt siehst du mich? Nee. Ist das doch die Mission? Nee. Was ist hier los? Aber das ist doch Heliodor. Schatzjäger in Onsen. Gibt es irgendeine andere Mission mit L'Académie de Medaille? Hohen Warte? Nee, gibt's nicht. Also muss ja das ja sein. Questgeber, Junge, ganz im Westen der Unterstadt von Heliodor. Ich raste komplett aus, weil die das halt eben ganz unten in dem blöden Text drin stehen hatten. Das ist hier wirklich gerade so Mission Marcel gegen Missionsverzeichnis. Ja, das ist das Beste. Ja, Marcel gegen Missionsverzeichnis. Genau das ist diese Episode hier gerade. Wie die mich hier verarschen wollen. Ihr sollt für den Jungen die Legende des Versteckspiels aufspüren. Dabei handelt es sich um den Schatten. Haben wir den nicht schon mal kennengelernt in L'Académie de Medaille und ich wusste nie, was es mit dem auf sich hat? Stimmt, ich erinnere mich. Da habe ich ihn angesprochen, dann stand da ja der Schatten. Habe ich mich auch darüber lustig gemacht. Da ist erstmal einer. So versteckt kann er ja gar nicht sein, wenn der das jetzt ist, der hier hinten steht. Ich glaube, das ist er aber. Pah! Und ich dachte, das wäre der perfekte Platz. Moment mal, du bist ja gar nicht der, für den ich dich gehalten habe. Ich habe gedacht, meine Kumpel hätten mich hier durchschaut. Wir spielen nämlich Verstecken, verstehst du? Aber wenn mich ein Typ mit einer komischen Frisur wie du einfach so findet, kann mein Versteck ja kaum was taugen. Was? Pah! Ich glaube, ich bin total außer Form. Da muss ich mich wohl mehr ins Zeug legen und dazu werde ich mir ein paar Tipps vom legendären Versteckspielmonster holen. Der Plan hat bloß einen Haken. Der Typ ist verdammt schwer aufzutreiben. Eigentlich klar, oder? Tja, aber ich habe da eine Geheimwaffe und zwar dich. Du suchst ihn doch bestimmt für mich, oder? Für 10 Mini-Medaillen. Yo, ich suche den nicht nur für dich, Alter. Ich bringe ihn auch hierher für dich. Super. Tja, also dieser legendäre Versteckspielmeister wird natürlich nicht leicht zu finden sein, aber ich weiß, dass er irgendwo in Swistanbul sein muss. Am besten schnüffelst du dort wohl erstmal ein bisschen im Waisenhaus rum. Die Kinder dort spielen wahnsinnig gern Verstecken, also können sie dir bestimmt weiterhelfen. Also, naja, wie soll ich sagen, laut der Mission hier soll es anscheinend eine Akademie der Medaille sein. Aber ich vertraue dir, dass ich vielleicht auch nochmal nach Swistanbul muss. Vielleicht ist ja auch so, dass wir erstmal irgendwas triggern müssen, irgendwo in Swistanbul oder sowas. Ich habe mir die Quest jetzt nicht weiter durchgelesen, ne? Ich gehe jetzt einfach halt eben hier zu einer anderen Mission. Das ist halt eben jetzt noch nicht mein Schuh, den ziehe ich mir halt eben erst für die nächste Episode an. Und jetzt kümmere ich mich eigentlich nur darum, damit ich Missionen halt eben hier aufgraben kann. Wobei, wir sind schon bei einer Stunde Video. Bei einer Stunde Video. Alte Oma, eine Weisheitskugel und so. Ich habe doch gewusst, dass du bald bei Madame Sibylle aufkreuzen würdest. Ich habe schließlich in den Sternen gesehen. Tja, früher habe ich mich mit meiner Wahrsagerei und dem Verkauf von Weihwasser eigentlich ganz gutes Geld verdient. Aber seit die verflixten Monster so stark geworden sind, funktioniert das und das auch nicht mehr. Natürlich will auch jetzt auch niemand mehr Geld dafür ausgeben und das bereitet mir schlaflose Nächte. Ich will ja schließlich nicht auf der Straße landen. Das tust du, wohnst in der Unterstadt von Heliodor. Was erwartest du sonst, Madame? Tja, und um mich etwas zu beruhigen, habe ich einen kurzen Blick in die Zukunft geworfen und dort meinen Ritter ohne Furcht und Tadel gesehen. Das war ein junger Bursche mit samtweichen Haar und einem Herzen aus Gold. Und er war total begeistert von der Idee, mir göttlichen Tau zu besorgen. Den brauche ich nämlich, um mein Angebot und damit auch mein Geschäft auf Vordermann zu bringen. Also, mein Lieber, was sagst du dazu? Ja, kriegen wir hin. Vielleicht haben wir den ja sogar schon dabei. Hihi, das ist genau die Antwort, die ich erwartet habe. Die außergewöhnliche Madame Sibylla versteht eben ihr Handwerk. Also, dann spitz mal die Ohren, hör gut zu. Göttlicher Tau ist wie wertvolles Nass, das direkt von den Blättern des Weltenbaums abperlt. Nach allem, was meine Kristallkugel mir gezeigt hat, gibt es im Wurzelwald... Wurzelwald, immer Wurzelwald. Jede Menge Wasserfälle und kleine Teiche. Wenn du dich dort mal umsiehst, wirst du bestimmt fündig. Also dann mach dich mal auf die Suche nach dem göttlichen Tau und bring Madame Sibylla was davon mit. Ich weiß, dass du Erfolg haben wirst. Das steht in den Sternen. Vielleicht haben wir das ja sogar schon. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt nochmal ansprechen und fragen, ob sie das nicht vielleicht sogar schon haben. Okay, nee, haben wir anscheinend nicht, sonst hätte sie schon gesagt gehabt. Hier, das ist doch das, was ich suche. Aber, da die Episode hier schon so wirklich elendig lange geht, meine Damen und Herren... In der nächsten Episode, ich habe mich jetzt dazu entschieden, werde ich die Mission, die ich jetzt schon angefangen habe,
allesamt erstmal beenden, sodass wir nicht immer nur einfach nur durch die Gegend laufen und alle Missionen irgendwie nur abklappern und hören, was die so zu sagen haben, blablabla, bla bla, sondern dass wir auch ein bisschen was erleben. Und deswegen machen wir das in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr werdet da auch wieder mit dabei sein. Bis dahin, tschüss, Kostjankowski und bye bye. Macht es gut.